Hallo, ich bin Thomas von Forst in Motion und das ist auch ein Thomas, und zwar ein Kreativkopf, der mir immer wieder dabei hilft, verrückte Sachen zu machen. Wir beide haben zusammen das Beast entwickelt und wir haben es ein bisschen verfeinert, und wie ihr seht, wir stehen hier noch in einem leeren Raum, der wird sich gleich füllen, und wir werden euch mal zeigen, wie das Beast denn aufgebaut wird. Und wir fangen an mit dem Traction Loss System von Next Level Racing. Da gibt es eine tolle bebilderte Anleitung schon zu, aber vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee, wenn ihr das seht, wie wir das aufbauen, was man da so beachten muss. Also viel Spaß dabei. Genau. So, also wichtig, dass das vordere Teil, da steht auch drauf, Front und Rear. Hier ist wirklich ganz vorne, das heißt also, hier kommt nachher der Monitor hin. Genau. So, das ist das rückwärtige Teil. Das stellen wir einfach mal los. Und ich hole mal das Mittelteil, das ist die zentralen Welt. Die kommt dazwischen. Das ist auch ziemlich eindeutig, wie die gesetzt werden. Das heißt, das hier einfach so ran, dass die Schraublöcher passen. Und dann die mitgelieferten Schrauben nehmen und verschrauben. Ist jetzt nicht so spannend, deswegen machen wir einen Cut. So, wie ihr sehen könnt, das Traction Loss System ist verschraubt. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, dass ihr hier wirklich saubere Verbindungen habt, damit nachher der Abstand stimmt. Die Stecker einfach reinstecken, die sind kodiert, das heißt, man kann sie eigentlich nicht falsch rum reinstecken, wenn man nicht den Hammer benutzt. Und hier darauf achten, hier gibt es noch ein kleines gelbes Kabel, gelb-grünes Kabel, das ist ein Erdungskabel, das muss an das rückwärtige Modul angeschlossen werden. Hier liegen schon die Längstraversen, die haben jetzt mit Next Level Racing erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern das sind unsere eigene Entwicklung. Und Thomas, komm noch mal einfach dazu und bring uns mal die Quertraversen. Und dann werden wir im nächsten Schritt jetzt das Unterteil vom Beast bauen. Das heißt, dieses System ist nachher auch zum Beispiel dafür da, dass ihr auf das Traction Loss System ein beliebiges anderes Cockpit bauen könnt, was nicht von Next Level kommt. Denn wir haben hier verschiedene Adaptermöglichkeiten und wir können eine Platte draufsetzen, sodass man auch andere Cockpits draufsetzen kann. Das gibt es auch als separates Produkt. Also, ich würde sagen, wir holen uns mal die Schraubenwerkzeug und dann schrauben wir die Dinger zusammen. Gut. Wie ihr seht, es hat sich schon ein bisschen was getan. Ein paar Erläuterungen dazu. Es hilft ungemein, kleine Finger zu haben. Damit bin ich leider nicht gesegnet. Das heißt, wenn ihr so große Finger habt wie ich, dann nehmt ihr euch am besten ein Werkzeug, wo ihr dann letztendlich so eine Mutter einfach draufsetzen könnt. Ja, zum Greifer. Das ist deutlich einfacher. Oder ihr fragt einfach den Sohnemann oder die Tochter, wenn die kleinere Hände hat, vielleicht kann die dann mal helfen. Ihr braucht sowieso einen zweiten Mann oder eine zweite Frau, die irgendwie mit anpackt. Das geht deutlich leichter. Ne? Ja, das ist besser. Ne? So, wir würden empfehlen, die Imbusköpfe nach außen zu machen, damit man von Optik her das Ganze sauber hat. So, dann haben wir hier noch die Aktorentöpfe. Da sitzen nachher unsere Aktoren drin. Die werden hier verschraubt. Und die werden erstmal nur ganz lose reingesetzt. Das heißt, ihr nehmt euch hier eine Unterlegscheibe, große Mutter, verschraubt das nur handfest, ja, dass sich das noch bewegen kann, damit wir nachher, wenn wir die Aktoren reinsetzen, damit das erstmal Spiel haben, die werden später erst angezogen. So, das war eigentlich das Wichtigste für diesen Schritt. Ach ja, und vor allen Dingen noch dran denken, dass ihr die Teile richtig rumlegt. Die Längstraversen sind baugleich, das sind vier gleiche Bauteile. Die haben aber unten auf der Unterseite noch Löcher. Die brauchen wir nämlich hier nicht. Für die Oberseite, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Montageplatte draufsetzen wollen, brauchen wir die Löcher. Das heißt, dementsprechend dreht er die rum, ob er sie braucht oder nicht, damit sie letztendlich nicht sichtbar sind, wenn keine Platte montiert wird. Dann wichtig, auch hier auf die Ausrichtung achten. Hier ergibt sich natürlich ganz klar, wo die Innenseite ist. Aber hier sind zum Beispiel die Löcher, sind hier größer als auf der Unterseite. Das kann ich mal so zeigen. Hier sind die Löcher deutlich kleiner. Das hat folgenden Hintergrund. Dieses Teil kommt nachher auf das Traction Loss System. Und damit er einfach mit dem Werkzeug vernünftig reinkommen kann, haben wir diese Löcher größer gemacht. Ja? Also da auch dran denken, sonst klappert das nachher ein bisschen. Soweit, so gut. Würde ich sagen, machen wir das Teil auch dran. Das untere Teil. Quasi der, wir nennen das das statische System oder der statischen Träger, der ist jetzt verschraubt. Der muss jetzt auf das Traction Loss System drauf. Und da kommt nachher ein ganz magisches Maß zum Tragen. Das zeigen wir euch aber gleich. Zuerst mal setzen wir es jetzt hier drauf und verschrauben es dann entsprechend vorn und hinten mit 6 M8er Schrauben. Ja, am besten packst du mal mit an, da ist nämlich noch nichts von drin. Erstmal lose draufsetzen, ja, und dann ausrichten und verschrauben.
ich habe 6 Löcher. Du auch? Ich noch nicht weg. Da musst du mal ein bisschen schieben. Jetzt zerschnitten noch ein bisschen. Ja, passt. Sieht gut aus. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ne? Ja. Ja, gut. Also dann auf geht's. Schraube. So, mittlerweile haben wir das Ganze verschraubt. Jetzt ist eine ganz wichtige Kontrolle. Erstmal überhaupt, ist das Ganze noch beweglich? Ja, also das heißt, kann man das hier noch vorsichtig hin und her ziehen? Nicht schnell, sondern einfach nur, dass es sich bewegt, dass es nicht verspannt ist. Und deswegen auch nochmal das Maß kontrollieren. Ihr habt hier im Handbuch von Next Level, gibt es hier auf Seite 15 ein Maß. Und zwar sind das 1160 mm, also 116 cm. Und dieses Maß müsst ihr überprüfen, dass genau quasi die Mitte von diesem Träger, also hier ist ein Loch Mitte, zu dieser Lochmitte auch 116 cm beträgt. Ganz wichtig, weil ansonsten würde sich das Traction Loss System verspannen und dann würde es wahrscheinlich vorzeitig kaputt gehen oder sogar ganz blockieren. So, das heißt, wir haben jetzt das untere System montiert. Die Töpfe sind nach wie vor lose. Jetzt machen wir das genau das gleiche mit dem oberen Träger, unserem dynamischen Träger. Ist also im Prinzip das gleiche sozusagen in grün. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Jetzt ist wichtig, dass ihr die Teile direkt richtig rumlegt, damit er sie auch richtig herum montiert. So kann man ein bisschen was falsch machen, ist nicht so wahnsinnig viel kompliziertes. Also erstmal, das sind die Innenteile, da werden die Längsteile dran verschraubt. So, und dann habt ihr eine solche Seite, da habt ihr die oberen Öffnungen, da kommen gleich die Aktoren rein. Und hier diese Löcher sind dafür da, dass ihr da zum Beispiel nachher die Trageplatte oder ein Cockpit drauf montieren könnt. Dafür haben wir unten wesentlich größere Öffnungen gemacht, damit er mit dem Werkzeug wieder reinkommt. So, also das heißt, der obere Träger wird also letztendlich so hingelegt und dann werden diese Stücke hier wieder dran geschoben, verschraubt und dann können wir das Ganze nachher wieder hier raufsetzen. So, das heißt, ich brauche jetzt wieder Schrauben. M8x25, jede Menge Unterlegscheiben und Stoppmotoren. Auch Geduld. Und was zu trinken, glaube ich. Wir haben jetzt auch den dynamischen Träger montiert. Ihr seht auch, die Seite haben wir jetzt so montiert, dass hier die Schraublöcher oben sind. Dann können wir nämlich auch, je nachdem, was wir für ein Cockpit draufsetzen, hier auch die Platte montieren. Also ganz wichtig, dass ihr das vorher richtig ausgerichtet habt und hingelegt habt. So, Thomas, ich würde sagen, wir können jetzt mal hier die Aktoren reinsetzen. Da ist der Tipp, setzt die am besten so rum rein, dass ihr die Kabel nicht seht, also zum Beispiel die Kabel nach vorne, weil wenn ihr nachher zum Beispiel das Cockpit nur von hinten seht oder beziehungsweise auch drin sitzt, die Kabel nach vorne ausgerichtet sind, sieht das eigentlich optisch ein bisschen besser aus. Einfach ohne den Fuß reinsetzen, das heißt, da kommt ja jetzt gleich noch ein Gummifuß rein, reinsetzen und dann mit 4 Schrauben M8. Das wäre der Gummifuß. Genau, das wäre der Gummifuß, der wird später unten drunter geschraubt, den müsst ihr ablassen, sonst kommt er nicht durch das Loch durch. Und dann halt einfach mit 4x M8 Schrauben festschrauben, von unten Unterlegscheiben und Muttern draufsetzen. Immer dran denken, nach fest kommt ab. Drehmoment können wir nicht angeben. Es ist im Prinzip immer alles handfest, es soll ordentlich fest sein. Macht die Schrauben über Kreuz, dass sich nichts verspannen kann. Am Anfang muss das Gewinde leicht gehen und nachher eben mit Werkzeug geeignet nachziehen. Was brauchst du? Schrauben, Muttern, Scheiben. Okay, ich werde mich bewegen. Die Aktoren sind drin. Wir haben unten die Füße montiert. Ihr denkt dran, wir haben immer noch die Töpfe nicht festgeschraubt, damit wir das gleich gut einsetzen können. Alles verschraubt, alles kontrolliert. Hier so ein Trick zum Montieren, macht euch die Sache sehr einfach, wenn ihr einfach so einen Sprudelkasten oder zwei Bierkästen runtersetzt. Also Bier geht natürlich auch, aber politisch korrekt ist natürlich nur, wenn ihr das mit Mineralwasser macht. Still oder mit Kohlensäure, nach persönlichem Gusto. So, jetzt seht ihr auch wieder, warum ihr das am besten mit zwei Leuten macht. Zum einen macht es mehr Spaß und zum anderen würdet ihr euch jetzt alleine ohne Gabelstapler einen Bruch heben. Also muss das Ding auf das Ding. Auf 3. 3. So, dann versucht mal da drüber zu kommen. Ich weiß schon, ja, ich weiß schon, warum ich auf der Seite gegangen bin. So, das sieht jetzt schon ziemlich komplett aus. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich noch ein Spiel drin. Und man merkt auch, wenn ihr jetzt hier das schaut, so ein bisschen Unebenheiten sind natürlich in den Töpfen drin. Das könnt ihr jetzt prima nachher ausgleichen, indem ihr einfach hier die Schrauben von den Füßen nochmal anpasst. Das heißt, ein bisschen runterdreht oder so weiter, sodass dieses Wackeln jetzt hier gleich verschwindet. Ja? Also das heißt, ich würde sagen, wir richten jetzt die Töpfe als erstes aus. Ja, schrauben die fest und dann gucken wir, ob wir noch ein Spiel haben und dann bringen wir das auf Niveau. Ne? Also, was brauchen wir hier? Großen Schraubenschlüssel. Ne? Ja.
19 oder sowas. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir das ganze Gerät ausrichten wollen. Da hilft eine Wasserwaage enorm viel. Natürlich erstmal kontrollieren, dass der untere Teil überhaupt in Waage steht, weil sonst nützt es euch überhaupt nichts. Das haben wir kontrolliert. Hier sehen wir jetzt, entsprechend die Seite ist ein bisschen zu hoch. Und das haben wir auch gerade gemerkt, dass hier noch ein bisschen Spiel drin ist. Und jetzt drehe ich einfach hier unten den Topf entsprechend einfach ein bisschen weiter raus. Das heißt also den Aktor, hier unten die Schraube vom Aktor, drehe ich weiter raus. Handfest das Ganze, deswegen hatten wir die Töpfe ja nicht festgeschraubt, die drehen sich nämlich jetzt mit. Und jetzt kann ich im Prinzip die Feineinstellung so machen, dass ich jetzt letztendlich irgendwann das Ding in der Waage stehen habe. Das heißt, ich drehe hier noch ein bisschen mehr und kontrolliere mal. Hier habe ich Druck, hier habe ich keinen Druck mehr. Wie sieht das bei der in der Ecke aus? Und die andere Ecke vorne, wie sieht die aus? Okay. Okay. So, dann kontrollieren wir hier, dass wir hier nicht noch einen Fehler drin haben. Also letztendlich würde ich sagen, diese Ecke hier muss weiter rausgedreht werden. So, jetzt habe ich hier Kontrolle, hier ist ein bisschen zu lose. Dann müsstest du wahrscheinlich mit deiner Ecke auch ein bisschen rumkommen, damit wir insgesamt hier ein bisschen höher kommen. Du musst hoch, genau, also müssen rausdrehen. Bisschen mehr. So. Jetzt bin ich schon ziemlich gut drin. So, das macht ihr jetzt genau so lange, bis ihr hier alle Punkte in Waage habt. Das heißt, ihr kontrolliert letztendlich hier, dass jeder Punkt in Waage ist. Da kommt es nachher nicht auf ein halbes Grad an. Aber letztendlich, je besser das Ding steht, umso besser für die Mechanik, umso besser das Ergebnis nachher. Logischerweise. Es klappert nichts. Genau, es klappert nichts. So. Also, das soweit einstellen. Wenn ihr das eingestellt habt, dann nehmt ihr einen großen Schraubenschlüssel und schraubt hier von der Seite entsprechend die Muttern fest. Ja, und dann nochmal kontrollieren. Und dann ist im Prinzip die Basisinstallation eigentlich schon weitestgehend abgeschlossen. Ja. Von diesem Teil. Da kommt noch ein bisschen mehr. Okay, ja, machen wir das mal. Nächster Schritt, also wir haben jetzt die Töpfe grundsätzlich eingestellt. Das könnt ihr auch immer noch ganz spät auch nochmal nachjustieren. Das solltet ihr auch kontrollieren, wenn ihr das Cockpit drauf hat. Vielleicht hat sich noch was gesetzt. Nach den ersten Bewegungen kommt man immer noch dran. Stopfen auf die Seiten macht man erst ganz zum Schluss, wenn man alles verkabelt hat. So, jetzt ist zum Beispiel eine Option, ihr könnt jetzt die Platte draufsetzen, wenn ihr die mitgeordert habt. Zum Beispiel für das Next Level Racing Cockpit brauchen wir die nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein anderes Cockpit hier drauf montieren wollen, eine Eigenkonstruktion oder sonst etwas, dafür haben wir hier entsprechend die Bohrlöcher, hier, hier, hier. Das heißt also, entsprechend kommen hier auch wieder M8er Schrauben rein, so wie ihr das braucht. Und ihr habt teilweise schon Vorbohrungen für gängige Cockpits, zum Beispiel für ein Airseat Cockpit haben wir hier schon was vorgesehen, was hier direkt so vom Footprint drauf passen würde. Aber, ich sag mal, wer keine zwei leckigen Hände hat, kann sich jetzt auch einen Akkuschrauber nehmen, sauber anzeichnen und hier noch zusätzliche Löcher reinbohren, sodass man hier ein anderes Cockpit montieren kann. Die Löcher haben wir uns überlegt, haben wir reingemacht, dass man Kabel reinführen kann. Die landen dann letztendlich hier unten im Bereich, wo man es nicht sehen kann. Und dann, wenn man dann, ja, du willst was sagen? Genau, das sind nämlich genau die Durchbrüche, die dann mit diesen Löchern korrespondieren. Und wir können Kabel ganz einfach vom Sitz aus durch die Platte in den Träger führen. Da ist überhaupt nichts, was da runterhängt oder irgendeine Wurst bildet oder schlabbert. Genau, und ihr habt dann wiederum Ausgänge vorne, hinten, Mitte. Genau. Und auch der Längsträger ist auch entsprechend durchgebohrt, ja, so ausgespart, sodass er auch in die Querträger reinkommt, sodass er im Prinzip jedes Kabel an jede Stelle bekommt, ohne dass man es nachher sieht. Ja, und dann entsprechend irgendwo rausführen könnt, wo ihr das braucht. Ne? Wichtig auch nachher, dass ihr daran denkt, wenn ihr Kabel verlegt, die Sachen sind zwar hier ziemlich gut entgratet, aber möglichst immer alle Kabel nochmal zusätzlich mit dem Kabelschutz machen, so wie wir das hier zum Beispiel schon angedeutet haben. Also das ist Meterware, kriegt ihr auch bei uns im Paket mit, wenn ihr das ordern möchtet. Und dann einfach sämtliche Kabelstränge sauber umwickeln, weil das ganze Cockpit wird sich ja nachher heftig bewegen und über die Dauer wird es dann natürlich auch vielleicht das eine oder andere Kabel mal anknabbern. Das ist halt ein Auto. Ja, genau. So, also das heißt, wir montieren diese Platte jetzt nicht, sondern geben uns jetzt dran mit dem GT Track Cockpit. Da werden wir also jetzt wiederum die Originalanleitung nehmen. Hast du sie? Okay. Dann nehmen wir jetzt die Originalanleitung wieder von Next Level Racing und nehmen das GT Cockpit und bauen es auf. Wichtig ist dabei, beim GT Track, hier bei dem Traction Plus System, sind sogenannte Schuhe dabei, mit denen man das GT Track Cockpit ja direkt auf das Traction Plus System montiert. Diese Schuhe brauchen auch wir, denn hier setzen wir nämlich das Cockpit dann
auf diese Montage drauf. Und dafür brauchen wir hier definitiv nachher keine Platte, weil das GT-Check Cockpit und das Traction Plus System hat entsprechend schon Bodenplatten. Dann haben wir gesagt, Gewicht können wir uns sparen, können da wieder ein Pommes, ein Hamburger mehr essen. Nein, nicht? Schade. Okay, also bis gleich. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt das GT-Track schon weitestgehend vormontiert, auf dem ganzen System montiert. Ein paar Tipps, die sich auch bei uns ergeben haben, so bei der Montage. Am besten erstmal versuchen, alle Schrauben in die vorgesehenen Löcher zu bekommen, bevor man was festzieht. Weil ich sage mal, klar, es gibt immer ein paar Bauteiltoleranzen, ja, und dann hat man es ein bisschen einfacher. Ja. Ich sehe zum Beispiel, hier hinten müssen wir nochmal ran, hier ist noch eine Schraube nicht festgemacht. Ne? Also das ist genau der Punkt. Also richtet das Ding auf, das GT-Track, auf dem Slider hier auf unserem Adapter aus. Setzt die Muttern schon an, sodass alles quasi schon ineinander steckt, aber noch Spiel hat. Also dass man grundsätzlich das Ganze noch gegeneinander verschieben kann. Sonst bekommt man auf der anderen Seite aufgrund der Winkelverschiebung die Schrauben nicht mehr rein. Genau. Gilt also auch vor allen Dingen für diese Schuhe, die hier bei dem Traction-Loss-System dabei sind. Bei dem normalen System, wenn ihr jetzt hier unser System nicht dazwischen hättet, und direkt das GT-Track montieren würdet auf das Traction Loss, würdet ihr die Schuhe auch montieren. Auch da der gleiche Hinweis, erst alle Schrauben rein, locker anziehen und dann montieren. Und wenn alles passt, dann alle Schrauben festziehen und dann wirklich kontrollieren. Und immer schön wechselseitig festziehen. Also nicht jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 festziehen, sondern 1, 6, 2, 5 und so weiter. Oder über Kreuz. Mischen oder über Kreuz. Genau. So, ansonsten ist das hier schon ziemlich solide. Also ich sag mal, über Flex brauchen wir hier, glaube ich, nicht diskutieren. Weil das Spiel hat, weil es hier hüpfen kann. Ne? Das steht hier locker in den Beinen. Also das ist schon in Ordnung. Und ich weiß, es wird nachher hüpfen. Das hüpft nachher. Wir fahren hüpft das. Das soll es ja auch. Das soll es auch. Ne? So, also der nächste Schritt wäre jetzt an der Stelle, ach so, vielleicht hier auch noch ein Tipp. Die Bodenplatte, die Pedalplatte montiere ich so, dass nachher die Pedalplatte hier komplett plan drauf liegt. Ja? Hat den Vorteil, dass ihr letztendlich 6 Schrauben hier montieren könnt. Das heißt also, die Pedalplatte wird auch bombenfest, sitzt gerade und dann habt ihr ja sowieso einen leichten Winkel in den Pedalen. Das kommt optimal hin. Ja? Also von da aus würde ich das nicht ankippen oder sowas, sondern wirklich hier drauf schrauben. Das heißt, wir werden ja als nächsten Schritt die Pedalplatte montieren. Und dann kommt natürlich hier noch die Motion-Plattform rein, die steht schon bereit. Und dann werden wir auch hier bei diesem Cockpit einfach auch zu Demo-Zwecken mal einen anderen Sitz montieren. Also nicht den Next Level Racing Sitz, sondern letztendlich mal den Prosimo Sitz. Ist ein bisschen sportlicher, für dich passt der gut, für mich ist er so ein bisschen eng. Ne? Aber wird schon passen. Ein Tipp noch hier vorne zu der Platte. Hier auf jeden Fall einen kleinen Spalt lassen, damit man hier noch mit den Werkzeugen entsprechend die Verschraubung machen kann. Also das jetzt nicht zuvor, wie mir gerade passiert ist, schön bündig vorne anschrauben, dann kommt man mit dem Werkzeug nicht mehr rein. Genau. Oder wie gesagt, sucht euch jemanden, der einfach kleine Hände hat, das ist Gold wert. Ne? So, dann würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Schritt. Ne? Ja. Also, bis gleich. Wir sind wieder ein paar Schritte weiter. Wie ihr sehen könnt, ist die Motion Plattform V3 in das GT Track Cockpit eingebaut. Wir haben vorne die Pedalplatte eingebaut. Wir haben sie so gesetzt, dass sie komplett plan liegt und jetzt letztendlich mit 6 Schrauben hier verschraubt ist. Man kann die immer noch in der Längsachse verändern. Wenn man das jetzt zum Beispiel öfters machen will, kann man sich zum Beispiel auch so schnell Verschlussschrauben dran machen mit so einem Knebel. Wir haben es jetzt fest montiert, da kommen also gleich nachher die Pedale drauf. Ja, und jetzt ist die Frage, was für einen Sitz setzt man drauf? Man kann natürlich jetzt bei dem GT-Track Cockpit einfach bleiben. Da ist eine Sitzschiene dabei, da ist ein Sitz dabei, da ist eine Kurte dabei. Vollkommen okay, passt prima. Der eine oder andere sagt, der Sitz gefällt mir nicht oder ich habe einen eigenen Sitz, einen richtigen Rennsitz. Zum Beispiel hier hinten das Teil von Prosimo. Und genau das wollen wir einfach mal machen, dass man auch mal ein bisschen die Varianten sehen kann, weil schließlich ist ja hier nichts mehr so ganz normal. Hier sind ja verschiedene Systeme verbaut. Deswegen haben Thomas und ich einfach mal den Seat Slider von Next Level genommen und den tatsächlich einfach mal umgebaut. Das heißt, wir haben das Unterteil genommen. Das hat den Vorteil, dass wir hier nachher noch die Stangen für den Shifter bzw. das Flightpack dran montieren können. Dann haben wir hier vorne die Sitzverstellung, die Schiene, so wie man das eigentlich aus dem Auto auch kennt. Und dann haben wir hier letztendlich eine Konsole. Die meisten Sportsitze werden mittlerweile mit Konsolen von der Seite befestigt. Es gibt aber auch ältere Modelle, gerade so in der Anfangsphase hatten wir das sehr oft, dann sind die Schrauben nur von unten. Und das Dumme war, die haben immer genau das falsche Maß gehabt. Hier dieses Lochmaß von der Next Level Plattform hat in der Breite 355 mm und die meisten sitzen an 345 mm. Ne? So, bisschen suboptimal, blöd gelaufen, dafür haben wir dann letztendlich Sitzadapterschienen gemacht.
die findet bei uns im Shop. Also das heißt, wenn ihr jetzt auch mal einen Sitz habt, der nur von unten verschraubt werden kann und der soll auf die Motion-Plattform, schaut mal bei uns im Shop, Sitzadapter schieben 355 auf 345 mm und dann kann man das sauber verschrauben. Der kleine Nachteil ist jetzt hier bei dem System noch, dass wir im Prinzip hier nochmal so 3-4 cm Höhe bekommen. Das muss man jetzt abwägen, was man nun haben will. Wenn man das so tief wie möglich reinsetzen will und möglichst optimale Rennfahrerposition hat, dann könnte man das Teil auch weglassen und das Ding direkt hochsetzen. Wo du den Shifter hinmachst. Genau, da muss man letztendlich aber erstmal gucken, wo mache ich den Shifter fest. Und was ich dann auch nicht mehr habe, ich habe keine Längsverstellung mehr. Und gerade wenn, wie hier bei uns im Testbetrieb, im Showroom immer mal wieder unterschiedlich große Leute rein wollen, dann ist so eine Sitzschiene Gold wert und das fast Pflicht. Ja, eigentlich fast Pflicht. Ne? So, also das heißt, ich würde sagen, wir schrauben jetzt mal hier die Sitzschiene auf die Motion-Plattform fest. Das ist nochmal so ein kleines bisschen Frickelei, wobei hier geht es ganz gut. Da sind nämlich von unten Schienen drin. Und dann werden wir den Prosimo-Sitz mal draufsetzen und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das von der Geometrie passt und ob wir das so lassen können. Ja, also, was brauchen wir? Kleine M8er-Schrauben, glaube ich. Ne? Und einen Sitz. So, die erste Sitzprobe, das sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben uns jetzt mal den Sitz so eingestellt, dass der so eine leichte Liegeposition hat. Das heißt also quasi, dass ich nachher, wenn ich jetzt hier noch die Pedale habe, dass ich also entsprechend auch eine GT-Position bekomme, also leicht nach hinten. Das ist auch recht bequem. Ich lege gut im Sitz an, kann mich hier gut bewegen und habe nachher hier auch das Lenkrad. Das heißt, die Wheelbase, die werden wir gleich noch ein bisschen runterstellen. Das heißt, dann kann das Lenkrad ja etwas tiefer kommen, sodass ich also hier das Lenkrad habe. Das passt gut. Die Gurte haben wir hier am Sitz befestigt und die werden wir jetzt hinten, dafür haben wir einfach hier so einen Spanngurt genommen, die werden wir flexibel aufhängen, einfach mit der Überlegung, dass wir natürlich gerne den Effekt haben, wenn wir nach vorne gedrückt werden von der Bremse, dass wir das hier oben durch einen zusätzlichen Zug auf den Oberkörper, durch den Sicherheitsgurt spüren. Wir dürfen ihn nur nicht blockieren, zum einen, sag ich mal, würde das dann auch irgendwann wehtun. Zum anderen wird es die Motion-Plattform belasten. Also das heißt, wir wollen da nur einen leichten Zug drauf bekommen, sodass das alles subtil im Unterbewusstsein her funktioniert. Hängen wir rein. Und was wir gemacht haben, wir haben auch schon direkt den Halter für den Buttkicker dran gemacht, der nachher noch dafür da ist, dass wir uns Drehzahlen und das Räubern über den Körper und so weiter auch noch, ja, nicht akustisch, sondern wirklich tatsächlich haptisch hier im Hintern spürbar machen. Deswegen heißt das Ding auch Buttkicker. Also das macht jetzt schon einen ziemlich soliden Eindruck hier. Über Flex brauchen wir hier nachher nicht mehr reden, das ist sehr, sehr stabil alles. Ich würde sagen, wir könnten jetzt mal langsam Pedale, Lenkrad, ja, und dann auch die Elektronik aufbauen. Ach ja, und Monitore fehlen auch noch, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. So, ich glaube fast, das war's. Wie ihr seht, hier hat sich jetzt schon wieder einiges getan im nächsten Schritt. Das sieht schon nach einem richtig kompletten Cockpit aus. Die Monitore sind montiert, die sind schon angeschlossen. Wir haben hier schon die Verkabelung gemacht. Thomas ist gerade noch unterwegs und holt noch ein paar Kabel. Man hat ja immer irgendwie was zu wenig, wie das so ist. Ein paar Tipps vielleicht, woran ihr denken solltet, ist, bitte achtet darauf, wenn ihr das verkabelt, dass ihr hier überall da, wo Kabel sich bewegen, eben mit diesen Kabelsicherungen arbeitet, mit dem Kabelmanagement arbeitet, was ihr im Lieferumfang von eurem Cockpit dabei haben könnt, wenn ihr es mitordert, sodass hier letztendlich nichts scheuern kann, weil letztendlich bewegt sich nachher das ganze Cockpit und ich mache auch mit euch gleich mal so einen kleinen Walkaround hier, damit ihr mal so ein paar Details auch sehen könnt aus einer anderen Perspektive. Aber eben ganz wichtig, vor allen Dingen da, wo 220 Volt drauf ist, dass ihr im Prinzip jedes Kabel, bevor ihr das irgendwo reinzieht, am besten direkt mit diesem Kabelmanagement, mit dieser Umwicklung ausstattet. Und dann kann man auch hier direkt die ganzen Lautsprecher montieren. Die Kabel habe ich unter das Traction Loss drunter geschoben und letztendlich hinten in diese Kiste verschwinden lassen. Diese Kiste ist Gold wert, die ist nach hinten offen. Wie es dahinter aussieht, geht niemandem etwas an. Das werde ich euch auch nicht zeigen. Das solltet ihr auch keinem zeigen bei euch. Aber so eine Kiste kann man sich recht einfach aus MDF zusammenbauen und dann mit vielleicht Carbonfolie bekleben. Die hat den enormen Vorteil, dass man eben keinen Kabelsalat sichtbar hat. Das heißt,
alles das, was nachher hier an Kabeln rausgeht, die Steuerungseinheit, der Computer und so weiter, verschwindet optisch hinter dieser Kiste. Und damit ist es nicht nur aus dem Blick, sondern sieht ordentlich aus. Auch das zeige ich euch gleich noch ein bisschen im Detail. Ja, die gesamte Verkabelung haben wir wie gesagt gemacht. Es wäre jetzt eigentlich gleich mal an der Zeit, dass wir hier mal Spannung drauf geben, weil die Spannung steigt, ob denn hier so alles auch wirklich funktioniert. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann der erste Ritt auf diesem Biest tatsächlich sich anfühlt. Ja, ich denke mal, Thomas wird gleich wieder kommen. Dann können wir noch die restlichen Kabel anschließen. Ich kann ja in der Zwischenzeit mit euch schon mal diesen Walkaround machen und tatsächlich mal euch so ein paar Details zeigen, wie wir dieses Biest hier konstruiert haben, beziehungsweise wie wir es dann hier auch ganz konkret ausgestattet haben. Ja, das machen wir doch eigentlich jetzt mal, ne? Fangen wir einfach mal hier an dieser Seite an. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben Fanatec Lenkrad montiert, den Clubsport mit einem kleinen Smartphone oben drauf. Das wird uns nachher als Ganganzeige dienen. Hier rechts haben wir ein Tablet montiert mit so einer Eigenbauhalterung letztendlich, die dann ganz ergonomisch optimal hoffentlich dieses Tablet auch in den Sichtbereich bringt. Dann vorne gibt es den Engine Start Button, den Red Button, der startet gleich den PC. Daneben die Fernbedienung für den Butt Kicker. Der Butt Kicker ist ein ganz wichtiges Element, was so quasi Cream on Top macht. Der ist hier hinten montiert. Da gibt es eine serienmäßige Halterung für die V3 und das Coole ist, auch über die Software von Next Level Racing kann man auch diesen Butt Kicker betreiben und der macht letztendlich über ganz tieffrequente Töne, das Rollen über Curbs oder den Drehzahlbegrenzer, dieses Motorengeräusch, die Vibration und überträgt diese letztendlich in euren Hintern, deswegen Buttkicker. So, dann haben wir hier die Satellitenboxen, hier rechts haben wir dann letztendlich noch den Next Level Racing Keyboard Stand, so ein Freestanding Keyboard Stand. Der ist ganz praktisch, weil man da allerlei Krimskrams drauflegen kann. Hier zum Beispiel so eine Mini-Tastatur, die wir bei uns im Shop haben. Oder da noch, ja, ich sag mal so ein altes Joystick-Element, was ich als Buttonbox umfunktioniert habe. Das passt da drauf, die Fernbedienung oder hier auch das Steuergerät letztendlich für das Soundsystem. Und hier so als kleines Gimmick, können wir ja mal einschalten. So, jetzt haben wir hier hinten auch gleich ein bisschen Beleuchtung, also ein bisschen indirekte Beleuchtung, LED-Streifen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp, der Woman Acceptance Factor. Das heißt, ihr habt enorme Positivpunkte bei eurer Frau oder eurer Partnerin, wenn das Ganze ordentlich verkabelt aussieht. Das heißt also nicht irgendwie so wild irgendetwas rumliegen lassen, sondern tatsächlich hier diese ganzen Kabel ordentlich auch hinter dem Monitor aufschießen und mit so Kabelschutz montieren. Das macht optisch enorm was her, sieht sehr, sehr hochwertig aus und ihr habt eben ein höheres Akzeptanzpotenzial bei euren Partnerinnen. Ich sage bewusst Partnerinnen, weil die meisten Bekloppten sind Männer. Das heißt also, tatsächlich haben wir ganz, ganz viele Männer, die ganz viel Geld ausgeben für so etwas hier, für so ein Spielzeug. Und die müssen das natürlich irgendwo vor ihrer Regierung auch verargumentieren. So, jetzt sehen wir hier unten mal den Bereich. Da ist also, wie gesagt, diese Box, die wir einfach aus MDF zusammengeschustert haben. Das ist jetzt keine Riesenkunst. Und dann eben hier diese gesamten Kabel immer durchgeführt. Das sind so kleine Schreibtischdurchlässe, so Öffnungen für Möbel. Die kriegt man im Möbelzubehör im Baumarkt. Und die haben dann den Effekt, dass das nicht nur ein ordentliches Loch ist, sondern eben auch direkt ein Kabelschutz ist. Und dann seht ihr auch hier, was ich hier meinte, alles eben auch, wenn man hier mal runter guckt, letztendlich ordentlich verkabeln. Allerdings nicht stramm verkabeln, sondern es muss sich letztendlich bewegen können. Das ganze Cockpit geht nachher rauf und runter, links und rechts. Und dementsprechend solltet ihr, bevor ihr es einschaltet, eben auch einmal prüfen, ob denn tatsächlich auch genügend Spielraum an den Kabeln ist, sodass da nichts scheuert, nichts auf Zug belastet wird. Das heißt also gleich beim ersten Start nicht direkt eine Runde fahren, sondern erstmal von Hand die ganzen Aktoren durchprobieren und schauen, ob es passt. So,
Ich hatte ja gesagt, ich zeige euch nicht, wie es hinten aussieht. Deswegen würde ich sagen, wir stoppen mal wieder hier an dieser Stelle und schalten jetzt mal das ganze System auch mal ein und dann schauen wir mal, was hier so passiert. So, der PC ist gestartet und ich habe jetzt gerade mal die SIM-Tools geöffnet, die wir für das Prosimo-System brauchen. Das heißt, das schalten wir jetzt mal ein und dann wollen wir einfach mal schauen, ob die einzelnen Aktoren tatsächlich auch arbeiten. Das heißt also, ich werde jetzt hier mal hingehen und mal versuchen, ob ich hier einen Output bekomme. So, das heißt, hier haben wir das Rollen. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir Pitch. So, was ich jetzt hier erstmal kontrolliere, ist, ob hier sämtliche Kabel, die jetzt hier zum Beispiel nach vorne rausgeführt werden, ob die sich sauber bewegen können. Dann haben wir Leaf. Das heißt, wir können also jetzt hier die Höhe verändern. Und ich mache das hier ganz bewusst jetzt mal ein bisschen ruckelig, um einfach zu sehen, ob hier alles fest ist. Ja, im Zweifelsfall hat man immer vergessen, irgendeine Schraube anzuziehen. So, also das sieht auch gut aus. Yaw ist nicht belegt. Sway and Surge. Doch, Sway ist auch belegt. Funktioniert auch. Da ist schon schön Bewegung drin. So, und Surge. Schon irgendwas geknackt. Ah, das ist der Gurt da hinten. Okay, da sitzt noch keiner dran. So, das sieht gut aus. Also können wir sagen, turn off. Damit fährt er wieder in die Ausgangsposition zurück. Das Ding funktioniert also offensichtlich schon mal. Das gleiche können wir jetzt mit dem Next Level System machen. Wir haben ja, wie gesagt, wie ihr das vielleicht schon an anderer Stelle gesehen habt, zwei verschiedene Systeme hier im Einsatz. Einmal von Next Level Racing, da haben wir das Traction Loss System ganz unten und die V3. Und da gehen wir jetzt auch in Tools und Diagnostics rein und schauen einfach mal unter Plattform Diagnostik, ob hier auch entsprechend Bewegung ist. So, ich sehe also jetzt hier zum Beispiel mit den beiden Reglern kann ich jetzt den Sitz bewegen. Das funktioniert in die Richtung gut. Da schlägt auch nichts an. Das heißt, das ist schon mal okay. So, und dann habe ich hier unten mein Traction Loss System. Das fahre ich jetzt hinten in die äußerste Position. Und nach rechts in die äußerste Position, funktioniert auch. So ein kleiner Tipp, eben solche Sachen mal vorher überprüfen, wo stellt man die Boxenständer hin und was hat man hier letztendlich an Raumbedarf. Also wir haben das System so gebaut, dass es innerhalb der Grenzen des Traction Loss Systems, also der Rahmen, sich auch nur bewegen kann. So, jetzt schauen wir vorne, sieht das auch gut aus, da ist schon mein Fuß im Weg, okay. So, und auch hier bewegen sich die Kabel sauber hin und her. Das wird man natürlich am Anfang erstmal ein bisschen beobachten müssen. Setzt sich da noch etwas, muss man da vielleicht noch was fixieren oder eben auch ein bisschen mehr Spiel geben. So, also die Systeme sehen gut aus. Jetzt würde ich sagen, ich teste jetzt noch den Buttkicker, Soundsystem, die ganzen Controller, auch Fanatec funktioniert. Und dann sind wir bald so weit, dass wir die erste Runde drehen können. Ich sitze jetzt im Cockpit vom Beast und wie versprochen zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen, wie sich das Beast hier in Imola in Italien bewegt. Wir drehen einfach mal ein paar Runden. Ich weiß nicht, ob das schnelle Runden werden, weil so gut kenne ich die Strecke hier tatsächlich nicht. Aber wir schauen einfach mal. So, ich habe alle Systeme eingeschaltet. Das heißt, wir haben ganz unten das Traction Loss System aktiviert, dann die Motion Plattform V3, den Seat Mover und das Prosimo System. Und was ihr natürlich nicht im Video erkennen könnt, den Butt Kicker auch noch aktiviert, um jetzt maximales Feedback zu bekommen. So, sehr schön merke ich schon mal hier, wenn ich die Curbs räubere, dass ich da ein gutes Feedback vor allem vom Cosimo-System und vom Seat-Mover bekomme. Und versuche ich jetzt mal hier so ein bisschen an den Grenzbereich anzutasten. Sehr schön der Effekt von dem Schalldruck, der kommt jetzt hauptsächlich von der V3, wo auch das Prosimo-System kann das gut simulieren. Das heißt, man bekommt so einen leichten Schlag hinten in den Rücken, das kann man natürlich einstellen, wie stark der sein soll. Was haben wir vor uns? Eine Corvette oder was ist das?
hat auch schon Probleme. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Massiv hier über die Curbs rüber. Jetzt achtet mal darauf, hier bergab gibt es eine ganz böse Bodenwelle. Da geht das Cockpit jetzt auch richtig runter. Jetzt. Wieder den Bremsfuß verpasst. Ja. Das ist, wenn man das dann demonstrieren will und diese Bodenwelle auskosten will. Tatsächlich ist der Bremspunkt wohl ein bisschen davor.